Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial Pack. Wir werden heute die Diamantschaufel zeichnen. Jetzt nach einigen Sounds kommt jetzt endlich wieder mal eine Textur an der Reihe und ich bin hier jetzt schon im richtigen Ordner. Das heißt, ihr seid im Mises Packs Ordner, in eurem Mises Pack. Dann ersetzt Minecraft Textures und Items und dann finden wir hier Diamond-Shuffle, keine Ahnung. Und dann öffnen wir das Ding einfach mal mit pen.net und dann können wir schon loslegen. Als Grundlage werden wir wahrscheinlich, also die Farbengrundlage, da werden wir wahrscheinlich wieder zum Beispiel die Diamant-Axt verwenden. Ich öffne die einfach mal zusätzlich noch und schiebe die da rein in pen.net. Und dann können wir gleich mal gucken. So, da haben wir die richtigen Farben praktisch schon, und jetzt müssen wir nur mehr die Diamantschaufel ändern. Das heißt, wir radieren die komplette Diaschaufel einfach mal aus. Gut, es sollte wahrscheinlich kein Pinsel sein, sondern ein Radierer. Okay, und jetzt ist es wichtig, also es muss nicht unbedingt sein, aber es würde cool aussehen. Die Schaufel geht ja normalerweise hier so nach oben, also rechts nach oben, von unten links rechts nach oben. Und damit die Schaufel so aussieht, als würde man praktisch in die Erde reinstechen, könnte man machen, dass die Diamantschaufel, also der Stab hier oben ist und hier unten die Spitze ist. Das hat dann praktisch eben den Effekt, dass dann die Schaufel in die Erde sticht, anstatt irgendwie zu schlagen. Und das sieht nicht schlecht aus und deswegen werden wir das auch machen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Stäbchen an. Das muss dann natürlich dann nach unten rechts führen. Okay, ich denke mal, so lange reicht das Ding. Und dann holen wir uns noch die anderen Farben für den Stab. Und dementsprechend dann auch noch diese Farbe. So. Zack. Oh ne. Pinsel natürlich. Okay, dann hätten wir schon mal das Stäbchen für die Schaufel. Wir könnten natürlich hier dann noch irgendwie den Stab ein bisschen dicker machen. Ist ja bei mancher Schaufel, dass da so ein Stiel dann noch ist, dass man nicht wegrutscht. Man könnte es zum Beispiel so machen. Natürlich passen jetzt die Farben nicht dazu, aber ich glaube, das mache ich direkt mal. Zack. Naja. Sieht jetzt nicht zugeragend aus, aber wir könnten, ja, wir könnten natürlich die Textur ein bisschen dunkler machen. Dann sieht es wahrscheinlich wieder besser aus. Ja. Und die Farbe hier machen wir heller. Nein. So. Okay, die ist schon zu hell. Okay. Ja. Können wir auf jeden Fall lassen. Da speichere ich schon mal. So. Speichern mit STRG S. Und dann holen wir uns jetzt die erste diamantfarbene Pixel-Dingsbums. So. Und dann fangen wir einfach jetzt mal an mit der Grundlage. Wisst ihr was? Ich fange einfach mit Schwarz an, damit wir das alles mal einfärbig haben und praktisch nur den Grundriss machen. Okay, dann fange ich mal hiermit an und dann, ich glaube, ich mache eine Spitzschaufel statt eine Rundschaufel. Das bedeutet, dass ich dann hier jetzt schon in die Mitte reingehe. So. Nee, so nicht, aber so. Okay, wenn wir das vielleicht noch ein bisschen runterrutschen. Pixel verschieben. So. Und dann können wir die Pixel hier. Nee, das sieht auch scheiße aus, oder? Dann sieht das ein bisschen zu spitz aus. Nee. Das sieht nicht gut aus. Dann machen wir es wieder lieber so, wie es gerade eben war. So. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wir müssen mal gucken, wie es im Spiel aussieht. Ich lasse die einfach jetzt mal zu. Dann fülle ich die jetzt noch komplett mit Schwarz aus, damit ich jetzt dann einfach nur mit den Farben einsetzen muss. Das heißt, wir holen uns mal die dunkelste Farbe und fangen am besten hier oben an. Wir können natürlich das auch folgendermaßen. Ja, okay, das sieht aber nicht so toll aus. Egal. Dann fangen wir mit der dunkelsten an. Dann holen wir die zweitdunkelste Farbe. Und machen das jetzt einfach so lange, bis sie dann hell ist. Also bis zur hellsten Farbe natürlich dann. Das heißt, das wäre jetzt die hier. Zack,
Zack, zack, zack. Dann kommt die Farbe dran. Machen wir es so. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 Farben gehabt. 1, 2, 3, 4. Dann kommt jetzt die dran. Okay, und jetzt können wir schon langsam ins Hellere gehen. Ich weiß nicht, soll ich eine Farbe überspringen? Ja, ich denke schon. Also sonst wird das echt dann ein bisschen zu dunkel. Ja, jetzt kommen wir schon langsam ans Ende. Jetzt haben wir, glaube ich, die Farbe gehabt. Dann machen wir noch die. So, und als letzte Farbe. Okay, das sieht schon ein bisschen dunkel aus. Huch. Die Farbe wollte ich natürlich. Nee. Nee, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, indem wir es heller machen. Ich glaube, ich hatte jetzt die Farbe. Nehmen wir mal die. Also nicht jetzt. Egal. Okay, das war die Farbe. Das war genau die. Das heißt, wir nehmen eine Spur heller. Die habe ich genommen, dann nehme ich die. Ja, dann nehmen wir die mal eine Spur heller. Und dann hatten wir die Farbe. Ich glaube, den nehme ich nochmal eine Spur heller. Dann ist der ja. Ja, so ist perfekt. Und dann können wir die Farbe nämlich hier einsetzen. Und das hier noch. Genau. Jetzt muss ich gucken, welche Farbe das war. Gut, dann nehmen wir jetzt die Farbe. Zack. Und die Farbe nehmen wir vielleicht hier. Warte, das hier muss hier sein. So. Okay, dann haben wir... Ne, nehmen wir mal die Farbe, mal gucken. Das war genau die. Dann nehmen wir jetzt die. Das heißt... So. Ne, hier. Hier müsste es dran, ja genau. Ja, genau. Und dann nehmen wir die Farbe. Dann... Hier. Okay. So, jetzt sieht das schon besser aus, aber vielleicht müssen wir nicht genau die dunkelsten nehmen. Wir können jetzt dann theoretisch das hier, die Farbe benutzen und ja. Und den Pixel nehmen wir als dunkelste. So, gut, dann sieht das, denke ich mal, ganz gut aus mit der Schaufel. Und dann gucken wir mal, wie das im Spiel gleich aussieht. So, jetzt bin ich hier im Inventar drinnen und im Creative Inventar und hier haben wir die Diamantschaufel. Zack, und dann nehmen wir die... Scheiße! Scheiße! Okay, fail. Dann müssen wir die ganze Schaufel wieder umdrehen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich das dann im Video lösen werde, aber wir müssen einfach hier das Bild um 180 Grad drehen und dann haben wir das Ganze umgedreht praktisch. Die Farben sehen jetzt vielleicht nicht gerade gut aus, ich weiß jetzt nicht. Da sollte das Dunkle schon eher oben sein. Aber wir gucken es trotzdem mal hier im Spiel an. Das heißt, wir machen F3 und T. Ja, okay, das, da merken wir überhaupt keinen Unterschied, das können wir auf jeden Fall so nehmen. Wenn wir dann hier die Items noch in der Hand nehmen, können wir das hier gut vergleichen. Ja. So, zack. Nee, es passt vollkommen. Und wenn wir jetzt hier so ein bisschen rumschlagen, dann sieht das auch ganz gut aus. Und hier die Schaufel, die wir benutzen in Creative Inventar Stil. So, ja, gut. Ich würde sagen, die Schaufel wäre somit fertig. Und ja, die Sachen, die was ihr unbedingt mal sehen wollt, ab in die Kommentare und dann kommen die in die To-Do-Liste, wie ich immer sage. Ansonsten lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, vergesst das nicht und somit verabschiede ich mich. Ciao und bis zum nächsten Mal.